Ich habe das Gefühl, man spricht dann über Wasser, wenn es fehlt oder zu viel kommt. Man liest in den Medien, man redet darüber, Wasser ist dann Thema. Aber das ist immer gerade nur dann, wenn es gerade aktuell ist. Und wir wollen hier in der Ausstellung mit dieser Anregung in die Zukunft zu schauen, den Blick ein bisschen weiter werfen und eben auch heute darüber nachdenken, was wir tun können, um für die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Ausstellung zeigt 6 Entwürfe für die Zukunft, für unsere Wasserzukunft. Wir haben Audiostationen, wo Menschen aus der Zukunft sprechen. Das sind fiktive Texte, die man hören kann. Grundwasser, Regenwasser. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich bin Schwarzwassersammler. Autorinnen haben sich die Freiheit herausgenommen, die Zukunft sich vorzustellen und eine Zukunft zu behaupten. Und die Wissenschaftler, die gehen in ihren Forschungsresultaten von Zukunftsszenarien aus, entwerfen eine Zukunft, wie sie aus ihrer Sicht möglich sein könnte. Ich glaube, die Ausstellung löst relativ viel aus. Fragen, Wünsche, Hoffnungen und die Idee ist, dass die Besucherinnen und Besucher hier in der Ausstellung auch einen Ort haben, um diese Diskussionen zu führen. Ich fand es ganz spannend mit dieser interaktiven Seite, wo man auch merkt, wie unterschiedlich und wie gleich man stimmt. Das fand ich für Gruppen eigentlich, also ein Team wie wir sind, eine spannende Erfahrung auch. Ein weiterer Ort ist dieser Schluss hier bei der Boje. Da sind alle Leute nochmals aufgefordert, so persönlich zu überlegen, was wünsche ich mir in Bezug auf unsere Wasserzukunft. Ich habe mir gewünscht, nach den Eindrücken dieser Ausstellung, dass auch kommende Generationen das Erlebnis genießen können, im Schnee zu spielen und im Wasser zu schwimmen.